Ladefläche meines Pickups ist aktuell noch mit so einer Plastikwanne verkleidet. Die ist nicht mehr ganz so hübsch, löst sich stellenweise von Metall ab. Wie ihr seht, hier bilden sich Spalten. Das ist stellenweise verschraubt, meistens verklebt. Und das gefällt mir alles so nicht mehr, wie es ist. Heute gibt es was Schickes, was Neues mit Raptor. Raptor-Lack ist ein Zweikomponenten-Polyurethan-Lack, der angerührt wird bzw. angemischt wird in einer Flasche. Den kann man spritzen oder aufrollen. Und heute zeige ich euch, wie ich das an meinem eigenen Pickup mache. Das Video ist nicht gesponsert, das ist keine richtige Werbung, auch wenn ich hier Werbung betreibe für ein Produkt. Ich habe es selber bezahlt, es ist nicht gesponsert. Und los geht's. Damit es nicht langweilig wird, machen wir das Ganze mal schnell im Zeitraffer. Ich rupfe das Ding auseinander. Erst hinten den Deckel von der Ladefläche runter. Den habe ich schon mal versucht nachzukleben mit Karosseriekleber, weil er schon halb runterhing. Hat sich jetzt als Nachteil herausgestellt. Das Ding hat da, wo ich es geklebt habe, zumindest gut gehalten. Ich verlinke euch die Materialien, die ich verwende, wenn ihr Interesse habt, das nachzumachen, unter diesem Video. Ich habe hier keine Kooperation am Laufen oder dergleichen. Das ist einfach nur, weil ich meinen eigenen Wagen hübscher machen möchte. Und da seht ihr das ganze Gebrösel, mit was dieser Deckel befestigt wurde. Als nächstes habe ich die Haken hier zur Befestigung der Ladung abmontiert. Das sind einfache Schrauben. Die kann man ganz einfach rausdrehen. Hinten, also in den Ecken jeweils, 4 Stück und vorne an der Kante zur Fahrerkabine sind noch ein paar Schrauben. Wenn man das abschraubt, kann man die ganze Ladefläche einfach rausnehmen. Übrigens noch was, falls wir hier Pickup-Fahrer haben, Nissan D22, mein Modell, ich habe da noch so eine Ladeflächenwanne über mit Teil für die Klappe hier, den Deckel für die Klappe, den da. Ich packe einen Link unten runter, ich verticke das Ding einfach über eBay Kleinanzeigen. Ja, und was mich unter dieser Plastikabdeckung erwartet hat, hätte ich nicht gedacht. Eigentlich freut man sich ja über Rostschutz, aber über dieses klebrige Zeug freut man sich beim Lackieren definitiv nicht. Also, diesen ganzen Dreck, mit dem ich da gerechnet habe, und den ganzen Wachs, mit dem ich nicht gerechnet habe, musste ich jetzt irgendwie da rausbekommen. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, chemische Mittelchen, Wachs- und Harzlöser, Druckluft- oder Druckrotdruckreiniger an der Waschstraße, das hat alles nicht funktioniert. Also habe ich mich dazu entschieden, das Ganze mechanisch zu lösen. Ich habe dieses Messer hier benutzt, das nimmt man eigentlich dazu her, um Silikonfugen neu zu machen, die alten Fugen rauszuschneiden. Damit habe ich das Wachs aus meiner Ladefläche rausgeschabt. Ich habe den Wagen einfach in die Sonne gestellt. Im Sommer ist das ganz gut, dann wird das Wachs ein bisschen weicher. Und dann kann man das auch ein bisschen leichter zumindest abschaben. Hier seht ihr jetzt mal, wie das aussieht. Die erste Runde filigranes Abschaben. Das ist echt eine Strafarbeit. Das hat schon ganz schön lange gedauert und wie ihr seht, da sind immer noch Reste, das ist immer noch nicht die Lösung gewesen. Ich musste mir also was Neues einfallen lassen. Und hier seht ihr einen Drahtschwamm. So sieht er neu aus. Damit habe ich angefangen zu arbeiten und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ding aussah, als der Schwamm am Ende war. Nicht die Ladefläche, der Schwamm war am Ende. So sieht das aus. Voll mit altem Kleber, voll mit altem Wachs. Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Schwämme dafür gebraucht, bis ich endlich den ganzen Wachs da raus hatte. Und hier seht ihr, wie das ausschaut, nachdem ich ja einen ganzen Tag Arbeit investiert habe, das Wachs da abzuschubbern. Mit dem Drahtschwamm ging das ganz gut. Nebeneffekt bei der ganzen Sache ist, dass ich zeitgleich auch noch den Lack angeraut habe. Natürlich, so ein Drahtschwamm, der verkratzt alles. Das würde ich jetzt nirgendwo anwenden, wo ich den Lack, der da drunter ist, noch behalten möchte. So, es sind schon wieder ein paar Tage vergangen. Es geht wieder ums Thema Raptor-Beschichtung in meiner Ladefläche. Ich zeige euch das gerade mal hier an meiner Kabine, die ich selber gebaut habe. Da habe ich es mit einer Strukturwalze einfach aufgerollert.
Farbwanne, Walze, Rolle und los geht's. Und hier auf der Ladefläche sieht es jetzt so aus. Es ist entfettet, das Wachs ist weg. Das ist nicht ganz entfettet, das kommt heute. Und jetzt geht es mit Aceton daran, das nochmal richtig zu entfetten, sauber zu machen. Und dann rollen wir das mit Raptor. Los geht's. So, kaum ist eine weitere Stunde vergangen, schon ist die Ladefläche fettfrei. Jetzt geht es weiter mit dem Raptor-Lack. Ich habe ja gezeigt, hier meine Wohnkabine, habe ich auch schon damit beschichtet. Hier der Raptor-Lack, den habe ich für die Kabine bei Nakatanenga bestellt. Da habe ich mich auch beraten lassen. Das war sehr gut. Ich habe das ja auch eingefärbt in Sandgelb. Und hier solche Flaschen sind drin, 4 Stück in einem so einem Paket. Dazu kommt noch hier der Härter. Warum? Der Härter. Das Ganze wird abgemessen mit diesem Becher hier. Hier ist so eine Linie hier. Wird dann dazu gefüllt und kann dann theoretisch schon, wenn man schüttelt, aufgetragen werden mit der Spritze. Also Druckluft aufsprühen oder aufrollern. Ich habe es ja noch eingefärbt. Ich habe mir einfach mit einer großen Spritze das aufgesogen, den Lack hier aus der Dose, und habe das dann auf der Waage abgemessen und einfach 80 Gramm Farbe reingespritzt. Hat sehr gut funktioniert. Das ist sonst so ein prozentualer Wert, der da in der Anleitung drin steht, den man dazuführen soll, dazugeben soll. Und dann halt gut, ne, durchschütteln, 3 Minuten. Und dann habe ich es einfach in die Farbwanne mit der Strukturrolle und dann einfach drauf auf die Kabine. Und das gleiche machen wir jetzt mit der Ladefläche. Dieses Mal ist es nicht dieser einfärbbare Raptor-Lack, sondern ein ganz normaler schwarzer. Im Original, wie ja gedacht war, mal für die Ladefläche. So mache ich das halt auch. Und ich würde sagen, ich kippe jetzt mal den Härter in die Flasche und dann rollen wir das Ganze auf die Ladefläche. So, ganz wichtig, wenn ihr das mit der Rolle aufbringt, sind Handschuhe. Ich würde euch auch empfehlen, am besten eine lange Ärmel oder sowas anzuziehen, denn ich schau mal hier in meine Hose. Eine schöne, gute Arbeitshose, sieht man das? Und noch meine Schuhe, also Schlappen. Das ist alles so ein bisschen eingesaut, ne? Spritzt ganz gut. Hier, wenn man bei Nakatanenga dieses Roll-On-Set mitbestellt, hier habt ihr die Farbwanne, den Griff hier und ein paar Strukturrollen. Alles in einem Beutel, gut, ganz gut zusammengepackt und so ein Schleifpad noch dabei oder zwei. Habe ich mir alles selber gekauft, jetzt keine Panik, es ist nicht gesponsert oder sowas, soll keine Werbung sein, auch wenn es eigentlich doch Werbung ist. Falls ihr das daran Interesse habt, ich verlinke sowohl Nakatanenga, wo ich gekauft habe, als auch Amazon, wo man es auch noch kriegen kann. Vergleicht es, wenn ihr euch beraten lassen wollt, gerne bei Nakatanenga, aber dann kauft es auch da, wenn ihr euch da beraten lasst. Ich verlinke euch das alles hier unter dem Video, kann man recht einfach nachmachen. Viel Spaß dabei. So, ich werde dann jetzt hier mal da die Seitenwand als erstes mir vornehmen und die als erstes beschichten mit Raptor-Lack. Ich habe 4 Flaschen. In der letzten Schicht, die ich auftragen werde, es werden 2 bis 3 Schichten werden, werde ich noch einen Zusatz hinzufügen, der zusätzlichen Grip geben soll. Das ist ein Zusatz, so ein Krümelzeug, das man einfach mit reinkippt. Ich habe es selber noch nicht benutzt, wir werden gleich mal sehen, wenn ich das dann aufgetragen habe, wie es dann ausschaut. Also, ich schalte um auf Zeitraffer, viel Spaß! So, die ersten 2 Flaschen sind jetzt leer. Kurzer Tipp noch, wenn ihr das aufrollt, seht ihr das hier? Die Rolle selber überlebt das nicht so lange. Also entweder plant ihr genug Rollen ein, dass ihr nach jeder Flasche, die ihr angebrochen habt und die leer gemacht habt, einmal die Rolle wechselt. Oder übereilt euch einfach, dann schafft ihr wie ich 2 Rollen. Also 2 Flaschen mit einer Rolle, so. Wie die Fläche geworden ist, zeige ich euch jetzt erstmal. Das sind die ersten 2 Flaschen, die drauf sind. 2 habe ich noch. Und in die letzte kommt dieses Krümmelzeug rein. Warte mal. Hier, dieser Zusatz.
Traktion, Traction, oder wie auch immer man das nennt, wird einfach hinten reingekippt, nachdem man alles geschüttelt und gerötet, nochmal durchschütteln und dann kann man diesen Zusatz auftragen. Ja, gerade noch mal ein Tipp zum Thema Strukturrolle. Wenn ihr die jetzt benutzt, die fängt an sich aufzulösen. Macht lieber Pause, bevor sich das Ding ganz auflöst, denn ich hatte das bei der Kabine einmal kurz erlebt, wenn das hier vorne anfängt sich aufzulösen, dann verteilt sich das halt auf der Kabine und dann habt ihr nicht nur hier diese ganz normale Raptor-Struktur, sondern auch noch eine Rollenstruktur, die man nicht haben möchte eigentlich. Ne? Ja, ich eben noch ganz schlau den Rat gegeben, ne? Zieht euch lange Ärmel an und ich bin das beste Beispiel. Was passiert, wenn man es nicht tut? Ihr solltet, wenn ihr den Raptor-Lack auftragt, auch immer schön darauf achten, dass ihr das an der frischen Luft tut, nach Möglichkeit. In gut belüfteten Räumen geht es vielleicht auch. Ich habe hier das Garagentor immer offen gehabt, wenn ich gepinselt habe bei meiner Kabine. Jetzt gerade bin ich ja eh sowieso draußen beim Pinseln, beim Rollern. Das Zeug riecht nämlich sehr intensiv. Das gast so ein bisschen, ne? Ist ja eine chemische Reaktion, da werden irgendwelche Gase freigesetzt. Die gehen schon ganz schön in die Nase und man riecht es extrem. Es verteilt sich auch sehr weit. Also wenn man hier die Einfahrt zur Garage hochkommt, riecht man schon, wenn ich hier am Rollen bin. Und wisst ihr, was ja noch ganz dringend fällig ist? Nicht nur, dass ich hier so ein bisschen aufräumen muss, ne? Aber guckt euch das hier an, hier ist schon wieder Ende Garage. Hier steht schon wieder Zeug für ein neues Projekt. Dann kommt schon hier direkt die Kabine und dann die Werkbank. Also irgendwie muss ich mir hier noch so ein bisschen behelfen und ein bisschen Platz schaffen. Vielleicht muss ich mich auch von dem Schrott da hinten mal trennen. Bisschen Müll entsorgen, aber gibt ja auch andere, die so eine Garage haben, die haben sich da hinten eine zweite Etage reingezimmert. Ne? Ich glaube, das könnte eine Option werden. Jetzt, wo wir beim Thema Raptor-Lack sind, ich habe ja die Ladefläche jetzt damit beschichtet. Ich habe auch meine Kabine, die ich immer noch zum Verkauf anbiete, auch damit beschichtet. Dazu habe ich mal ein Video gemacht, wie ich die aufgebaut habe. Und ich habe auch ein Video erstellt, wie man es nicht macht. Meine erste Holzkabine, ein nicht Reinfall, sondern das hat eigentlich auch einen anderen Zweck, warum ich die gebaut habe. Anderes Thema. Auf jeden Fall, ich verlinke beide Videos. Wenn ihr wisst mal, wie viel Lack man dafür braucht, ne? Ich habe einige von diesen Kisten verbraucht. Also das hier, das hier, das hier, diese hier, Nummer 5. Und das Ganze ist natürlich einfärbbar. Das heißt, ich habe nochmal zwei Dosen Pibulack mit 1 Kilo Pibulack. Hier ist noch ein kleiner Stück drin. Das braucht ihr, um es einzufärben. Also das braucht ihr, um so eine Carbonkabine damit anzupinseln. Ich möchte es noch wiederholen. Zieht euch lieber lange Ärmel an, hier. Sonst habt ihr wieder überall den ganzen Bart kleben. Und das spritzt natürlich wie verrückt. Hier der Boden ist überall gleichmäßig gesprenkelt, mit Hose und Schuhe. Ich sage aber, es wird auch gelb gesprenkelt. Also Handschuhe, Lenkerbe, Schutzbrille am besten. Na ja, schon. So, jetzt kommt der finale Anstrich mit dem Zusatz. Ihr seht das Ganze im Zeitraffer. Ich will hinterher noch was dazu erzählen, wenn ich mehr weiß. Also, viel Spaß. So, genug geschüttelt. Ich habe das gerade rausgepackt. Sieht aus wie Zucker oder wie Salz, muss ich zugeben. Hätte ich jetzt anders erwartet, aber egal. Noch ein bisschen schütteln und dann rein damit und rauf auf die Ladefläche. Also, wieder zurück zum Zeitraffer.
So, das ist der nächste Tag, knapp 24 Stunden nach der finalen Beschichtung. Ich finde, es fühlt sich schon richtig böse rau an. Hat ganz gut gedeckt, ist gut verteilt, die Struktur gefällt mir ganz gut. Unterscheidet sich, vermute ich mal, ein bisschen zu dem gespritzten. So, mal fokussieren. Hier seht ihr so ein bisschen auch, ich weiß nicht, erkennt man, dass da Sand drin zu sein scheint. Also das ist sehr rau und bröselig. Hier sieht man so ein bisschen die Struktur. Naja, wer auf jeden Fall keine Lust auf Raptor hat, es gibt ja auch nur andere, ne? Andere Hersteller von solchen Ladeflächenbeschichtungen. Zum Beispiel Herculiner fällt mir jetzt zum Beispiel ein. Ich werde euch das auch nochmal unten drunter verlinken, falls ihr keinen Bock auf Raptor habt. Schaut euch andere Sachen an, wie ein Herculiner. Ich möchte mich jetzt auf keine Marke festlegen. Eure Sache, ne? Ja, und wenn euch das Video jetzt gefallen hat hier zum Thema Raptor-Lack, einmal Ladefläche, dann nochmal kurz das Thema hier Kabinenbeschichtung mit der Rolle, nicht mit Druckluft. Alle anderen machen es immer mit Druckluft, ich habe halt keine Druckluft. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal gerne, kommentiert fleißig unten drunter Fragen, Anregungen und Kritik, würde ich mich darüber freuen. Materialien habe ich euch unten unter dem Video verlinkt, einmal Lakatanenga, wo ich das gelbe Zeug hier bestellt habe in großen Mengen. Einmal auf Amazon habe ich das bestellt, beides war gut. Guckt sich gerne an, wenn ihr interessiert seid. Wenn nicht, auch egal. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.